Es ist tatsächlich dem sehr ähnlich, was uns die Esoteriker andauernd erzählen. Fangt bei euch selbst an, nur wenn ihr euch ändert, kann sich die Welt irgendwann einmal ändern. Wir gehen da schon ein bisschen weiter. Fangt nicht nur bei euch selbst an, sondern erinnert auch immer die anderen. In alten Zeiten waren wir mit einer anderen Art Spiritualität zufrieden, nach der ich mich zwar ändere und eines Tages auch in den Himmel komme, ich mich aber nicht um andere kümmere. Das wird nicht sein, denn du bist auch ich. Du und ich, wir sind miteinander verbunden. Wenn du nicht gehen kannst, kann ich auch nicht gehen. Dieses Leitbild gibt es recht oft. Im Buddhismus zum Beispiel gibt es das Bodhisattva-Ideal, nachdem sich ein Wesen derart zur Liebe entwickelt, dass es sagt, okay, wenn du nicht in den Himmel kommst, dann ich auch nicht. Ich werde einfach am Eingang stehen bleiben. Aber das ist immer noch nicht genug. Deshalb entwickelte sich die Redewendung auf Worte Taten folgen lassen, ein beliebter Ausdruck in unserer Kultur. Lasst also den Worten Taten folgen und baut Gehirnkreisläufe positiver Emotionen.